Mittwochabend. Ich begrüße euch da draußen ganz herzlich. Wer ist denn schon da? Der Jumpy ist schon da. Moinsen, ja, grüße dich. Wie geht's dir? Der Lord ist da. Erster schreibt da. Ich wünsche dir auch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Leider warst du nicht der Erste, denn der Jumpy war tatsächlich der Erste. Da hast du wahrscheinlich zu spät eingeschaltet und hast wahrscheinlich seine Nachricht nicht mehr gesehen. Aber wer Erster ist, ist eigentlich totaler Quatsch. Ich weiß nicht, irgendwie spinnt meine Kamera total rum. Ich weiß nicht, ob das an USB liegt oder so. Ich habe keine Ahnung. Moment, der Kleine will Käse. Was? Wer will Käse? Der Kleine will Käse? Ach so, du meinst dein Sohnemann. Guck mal hier. Da, Käse. Ich habe gerade tatsächlich noch Stullen gemacht, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, die hier aufzuessen. Muss ich jetzt während des Streams hier ein bisschen essen. Hm. Die Schnümme ist noch dabei. Ich habe den blöden Kanten, der ist hart. Hm. Also, wir spielen heute ETS 2. Wie jeden Mittwoch sind eigentlich. Der Erich, der kommt später dazu. Und der Kevin, der ist ja eigentlich auch schon im Discord. Da wollen wir mal reinhorchen. Ja, moin, Kevin. Hallo? Der mag nicht mit mir reden. Na gut. Ja, nicht. So. Achso, ja. Der Jaggles, der wollte sogar auch in den Spiel mit eintreten und hat sich rausgestellt, er kann Speedfall gar nicht benutzen. Wollen wir mal eben das Spiel starten? Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Na, ausgeschlafen oder was? Ach, hören wir doch auf. Ah. Wie geht's dir? Ja. So, ganz wieder gut. Da. Speedfall konnte ich bei Steam runterziehen, oder? Ja, das kannst du bei Speedfall. Bei Steam. Ich hab kein Speedfall, genau. Mhm. Bei Steam. Ja, okay. Bei Steam tatsächlich runterladen. Ist sogar auch einfacher. Weil dann wird's gleich alles installiert, so wie das sein soll. So. Wieso wolltest du auch in unsere Spiele reinkommen? Dann immer her. Wir sind für alles offen. Ob zumindest den ATS. ATS geht auch. Wir sind zwar für alles offen, aber der Erich ist meins. Oh, switchen wir mal rüber. Wann kommt der Erich? 19 Uhr, oder? 22:30. 22:30. Oh, zum Glück habe ich Spätschicht. Warum er so spät kommt, ich habe nicht mal eine Ahnung. Weil er hat eigentlich frei. Ja. Ich dachte, Erich hat es mit Jaggles. Kommt auf das Spiel drauf an. So. In Stronghold ist es Jaggles, in Farming Simulator ist es der Kevin. Was? Mit den Erich haben. Achso. So. Jetzt kann ich ja wenigstens meinen Auftrag. Ich habe sogar schon einen Auftrag angenommen. Aber? Ja, den fahre ich jetzt. Achso. Man sieht das Spiel ja eigentlich. Was ist Schapper. Warum sieht man das Spiel jetzt nicht? Oh, der hat sich schon wieder. German Gamer, danke dir für dein Follower. Warum kommt kein Alert? Jetzt. Grüße dich, wie geht's dir? Warum? Was ist denn jetzt? Ach, da. So. Jetzt. Ja. Und warum sehe ich das in Steam nicht?
Wie? Was nicht in Steam sehen? Lord? Die nebenbei eine Stulle. Aber bevor wir losfahren. Erstmal Scheiß. Was für eine Stulle, die? Ja, ich habe mir gerade noch eine Stulle gemacht, aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, die aufzuessen. Ja. The German Gamer, wie geht's dir denn? Hast du einen hübschen Tag gehabt? Na, was soll Simi Speed für... Ja? Leute, ich verstehe nicht, was du jetzt meinst. Ehrlich gesagt. Cool. Findet ihr cool, uns selbst? Ja, mir geht's auch gut. Na, was wohl Simi Speed for wohl, hä? Wa? Ach, du meinst, Speedfall findest du in Steam nicht. Das musst du suchen. Da Spiele. In einem Shop findet man das, glaube ich. Ist ja kostenlos. Seht ihr als Spiel. Hm. Du musst ein E weniger. Du brauchst ein E zu viel. Fahren wir jetzt mal von Flensburg nach Jalava in keine Ahnung. Ah, da ist der Hund begraben. Genau, da ist der Hund begraben. Simi, bin ich in Speedfall drin? Ja. Schon. Ja, bist du. Gut. Aber rot. Das glaube ich eher noch. Was ich nützlich ist. Oh, warte mal schön. Mhm. Der Kevin kann schon wieder nicht fahren. Der hat schon wieder zu tun. Der WLAN-Kabel wieder am Spinnen. Nee, ich glaube, seine Mama hat ihn wieder gerufen. Kevin! Du unbarg. Du schlimmer Bengel, du. Dann ist es wieder Kevin allein zu Hause. Also Hausordnung, genau. Oh, ich muss ja tanken. Mal an der nächsten Tanke auf alle Fälle machen. Was mich so ein bisschen verwundert, warum... Na, bin nervig. Nach die Runde muss ich mal deine Spiele mal neu starten. Er zeigt die Leiste nicht an. So. Lord, wie war denn dein Tag so? War ja gut. War scheiße. War ging so. So, wir sind wieder viel zu schnell. Wir wollen ja nicht allzu schnell sein. Hm. Wie immer, wenn ich Urlaub habe, den Junior nicht von der Hose bekommen, also eher platt wie Plunder und selbst. Wie soll es mir schon gehen, wa? Ich bin so ein bisschen kränklich, sag ich jetzt mal. Nein, Spaß. Was soll man schon in einem Lockdown machen? Alles für den Arsch. Tatsächlich. Kannst nichts machen, musst dein Kind selber schulen, betreuen. Wer bezahlt mir das alles? Keiner. Alles fit? Ja, bei mir ist alles fit, Jumpy. Ich hoffe, bei dir auch. Nichts vor allem, weil der jetzt ja noch weitergeht. Ja. Das ist das, was mich so eigentlich am meisten annervt.
Ja, alles im Lot. Ja, wunderbar, das freut mich. Also, du sagst, alles senkrecht. So, mal gucken, ob wir hier zu der nächsten Tankstelle kommen. Ich bin gleich wieder da, ich muss schon mit meinem Kommandanten telefonieren. Ja, mach mal. Bis gleich. Ja, bis gleich. Den Kommandant. Armer Kevin. Aber er ist sowas von richtig arm. Es ist immer so, das ist genauso wie im realen Leben, ey. Brauchst du eine Tankstelle, kommt keine. Brauchst du keine, kommen sie alle. Hamburg. Aber hier müsste ja eigentlich jetzt gleich eine auftauchen, normalerweise. Mir juckt heute schon den ganzen Tag der Ohr. Das ist manchmal echt so nervig. Bleibt denn die blöde Tankstelle? Ich müsste mir mal eine andere Cam zulegen, ey. Das ist ja. Ich glaube, die eben so kleine Macken. Und mal gucken, wie viele Aufträge wir heute machen. Wenn ihr mal gucken wollt, was wir für Aufträge wir schon gemacht haben, könnt ihr das da machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne kommen. Lord, hast du denn auch Bock, bei uns in der Spedition mit beizutreten dann? Nur, ich frage so vom Freund, weißt du. Das kann ich's machen, sagt doch, was Kevin will. Ja, ATS geht natürlich auch, das ist gar kein Problem. Die ist alles machbar. Sagt doch, dass Kevin will. Ich nur den ersten. Guck mal bei MMOGA, falls du ETS haben willst, dann kostet der die komplette Edition mit allen DLCs für schlappe 27 Euro. Anstatt 117. Falls dich das interessiert. Ich habe leider keinen Ref-Link dazu. Sonst hätte man es ja über den Link machen können, tatsächlich. Er lässt da mich auch rüber. Ey. Kann ja auf Instant gucken. Ja, Instant ist zu teuer. Tatsächlich. Ich war für mich für ein Gucken, weil für Jaggles. Der hat sich jetzt alle Map-DLCs gekauft. Er musste sich die natürlich einzeln kaufen, nicht die Complete Edition, weil er ETS so schon hatte. Aber ich sag mal so, ETS, also das Hauptgame mit allen DLCs, die es im Moment, glaube ich, gibt, die sind mit inbegriffen, da kostet das 27 Euro. Ich finde, das ist kein Geld. So. Bei Insta zahlst du weitaus mehr. Glaub mir. Siehst du, weil fällt mir gerade so eins. Bei Instagram bin ich ja auch, da hätte ich ja einen Reflink für den Jaggles geben können. Dann hätte ich ein bisschen was dafür, nee. Ich weiß gar nicht, ist das unten in meinem Panel sogar verlinkt?
Jo, knapp 60 Euro. Ja, siehst du, und bei MMOGA zahlst du 27. Ich an Instagram gedacht, weil du den Link drin hast. Ja, normalerweise wollte ich ja für MMOGA, aber leider habe ich zu wenig Follows, um bei dem Partner zu sein. Also immer mit den Follows her. Da ist eine Tankstelle. Ich muss runterfahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich an einer Tankstelle überhaupt vorbeigefahren bin. Ein bisschen geträumt, wahrscheinlich. Aber ich muss definitiv tanken. Ich hoffe, ich komme da überhaupt drauf. Erster Aufenthalt in Soltau. Yay! Ich bin in Soltau endlich mal angekommen. Da hinten ist sie. Wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Sprit. Mal für 200 Kilometer, das ist auch nicht, jetzt nicht viel. Ja. So, dann wollen wir mal voll tanken, die Möhre. Der ploppt da auf und ploppt wieder weg. Wie ein Blinker. Bling, 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 bling. Alter, was hat denn der für ein Gespann dran? Ne? So, 1464. 66. So, dann wollen wir mal wieder. Ja, komm, fahr. Musst du wahrscheinlich auch tanken. Ein Kevin ist aufgeploppt. Genau, stimmt. Kevin ist aufgeploppt. Immer diese Kevins. So, wir halten natürlich an, ordnungsgemäß, und warten, bis grün ist, so wie jetzt. Natürlich ordnungsgemäß blinken. Weil die Admins, beziehungsweise die Moderatoren, die so gucken, die sind manchmal ganz schön frech. Nur weil man mal vergessen hat zu blinken, wird man gleich gebannt mal für eine Woche. Und das finde ich eigentlich ein bisschen sehr unfair gegen die anderen über, so ein bisschen. Also nicht gegen die anderen über, sondern da war keiner weit und breit, und dass man dann gleich gebannt wird mal für eine Woche. Habe ich letztens erst gesehen gehabt bei jemandem, der sich echt beschwert. Da hat man bei ihnen wohl im Chat geschrieben gehabt, der sollte sein lassen, ansonsten hat er Pech, dass er noch eine Woche gebannt wird. Aber das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Ich weiß nicht, ob das ein Moderator war, der ein bisschen Langeweile hatte. Also ich finde es nicht schön. Macht man einfach nicht. Ja, auch ich gehe mal woanders gucken. Oh, morgen muss ich ja ziemlich früh aufstehen. Ah, oh, heute ist mir was passiert, ey. Tut mir richtig weh. Wo ist das Overlay hin? Das Overlay, das ist sogar offen. Leider wird es aber irgendwie nicht angezeigt gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum. Das Einzige, was ich mal machen könnte, ich fahre mal an den Rand. So. Ich beende mal das Ganze.
So, warte mal. So, und dann schließen wir das. Ist ja noch offen, ja. Und dann starten wir mal das Spiel neu. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Nee, was ich erzählen wollte, ich habe ja ein großes 240 Liter Aquarium. Habe ich tatsächlich nur Garnelen drin. Ja, und heute stelle ich fest, sind sie alle tot. Also ist mir gerade erst aufgefallen, kurz vorm Stream ist mir das aufgefallen. Ich wundere mich, warum schwimmt da nichts mehr. Ja, sind sie alle tot, liegen sie alle auf dem Boden. Muss ich erstmal gucken, warum, weshalb, was mit den Werten ist. Also da waren jetzt mindestens, weiß nicht, 150, 200 Garnelen. Das waren schon echt viele. Die liegen alle tot auf dem Boden, ey. Hat mir echt das Herz gebrochen, so ein bisschen. Naja, ich sag mal so, mein. Ah, jetzt wird das Overlay angezeigt. Mein Kind weiß davon noch nichts, die ist mich gerade nicht da. Boah, wenn die nach Hause kommt, ey, die heult bestimmt. Boah, was ist denn das? Jetzt regnet es? Hat doch gerade nicht geregnet, was soll denn der Mist? Er ist mal kurz mal raus und wieder rein und schon regnet es. Das wollte ich noch. So, Jampi, bist du jetzt zufrieden mit dem Overlay? Doch, manchmal. Wenn ich dran denke. Bin jetzt mehr als zufrieden. Wunderbar, das freut mich. Dass ich dir doch was Gutes tun konnte noch. Wenn die ganze Zeit hat es geklappt, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat, so weiß ich gar nicht. Jetzt kann man wenigstens wieder sehen, wo ich hinfahre und so weiter und so fort. Was mich so ein bisschen gerade nervt, ist jetzt, dass es regnet. Oh, Brems, Alter. Mit einem Zweiachser 39 Tonnen, ja, nee, ist klar. Funktioniert aber. Ich weiß, man braucht mindestens einen Dreiachser. Wobei 39 Tonnen, das geht eigentlich. So eine Zugmaschine muss ja mindestens 40 Tonnen ziehen können. Das Ganze wiegt jetzt, also, ja, lass es mit Trailer, weiß nicht, 42, 43 Tonnen wiegen. Weiß nicht, was der Trailer jetzt so wiegt. Wahrscheinlich Leichtbau. Ah.
Lass es 45 Tonnen sein insgesamt. Also 45 Tonnen mindestens. Also 39 Tonnen plus 6 Tonnen den Trailer. Es kommt schon hin. Du solltest das schaffen. Gut, dann sag mal roundabout 50 Tonnen. So ein LKW, der wiegt ja auch nichts mehr. Ist da alles nur Leichtbau? Sollte Leichtbau sagen. Sagen wir mal so. Warum hast du die kleine Kabine genommen beim Scania? Klein? Die große. Die große Kabine. Das ist die große Kabine. Großer Mensch, da brauche ich immer die große. Sicher? Ja, ganz, ganz sicher. Wir können gerne nach dem Auftrag, können wir, wenn er in der Werkstatt ist, können wir gerne da hinfahren, können wir gerne nochmal gucken. Wenn es dem nicht so sein sollte, dann kaufe ich sie natürlich. Nee, das sollte die ganz große sein. Aber wir können gerne nochmal dahin gucken. Das kann aber auch vielleicht täuschen durch das Schwarz. Das kann eventuell sein. Kevin hat aber einen langen Telefonat. Gleich rein. Ey, Alter, was willst du denn für mich, du? Ich muss sein, du. Meine Rüde. Regnet doch nicht mehr. Ich hab hier voll die Schmerzen, ey. Das ist. Ach ja, man wird ja nicht mehr jünger. Ja, habe ich gestern, beziehungsweise die letzte Nacht, Nacht kann man schon sagen, nach einem neuen Stuhl geguckt. Ich habe immer noch nichts gefunden, also noch neuen Gaming-Stuhl zum Sitzen. Da bin ich plötzlich auf einen Stuhl gestoßen. Einen stinknormalen Stuhl mit vier Füßen, Rückenlehne. Nicht mal Armlehnen, gar nichts. So, so. Wie soll man das sagen? So stinknormale Stühle, als würde man in Aula zum Beispiel in der Schule, da hat man ja so, so Stühle halt. Sowas halt. Sowas in der Art. Für 4.500 Euro. Da denke ich mir so, ist da Gold drin oder was? Wer zahlt denn so viel Geld für einen Stuhl? Ein einziger. Für ein Preissegment. Was meinst du mit Preissegment? Achso, du meinst wahrscheinlich mein Gaming-Stuhl, was ich ausgeben möchte. Ich sag mal so, ja, ist schwierig. Ich sag mal so, mehr als 400 will ich jetzt nicht wirklich ausgeben. Da gibt es so einige, aber ich kann mich dann teilweise nicht entscheiden. Kommt es bei mir halt, man weiß ja, ich bin halt nicht gerade der leichteste, man sieht es hier. Kommt es ja auch noch ein bisschen drauf an, wegen dem Gewicht. Also ich habe schon einige gefunden, also
ich sag mal so, Nobelshare will ich jetzt nicht unbedingt, Secret Lab auch nicht unbedingt, weil das hat jeder Hinz und Kunz. Ganz ehrlich, also ich will mich denn da doch schon ein bisschen abheben von den anderen. Dann habe ich jetzt auch so ein paar YouTube-Videos mir angeguckt gehabt, so die Erfahrungsberichte, wie die aufzubauen sind und. Da findet man ja so einiges. Warte. Ey, ich kann nicht fahren. Nee, ich muss fahren. Jetzt komme ich noch zu spät. Jetzt ist der Kevin raus. Okay. Ah, ob du jetzt suchst oder nicht, du wirst wahrscheinlich das gleiche finden wie ich, aber ich bin so ein bisschen auf Killer Bee irgendwie gestoßen noch. Die haben eigentlich ganz gute Stühle. Da waren auch noch andere. Dann hatte ich da was Geiles gesehen gehabt, dann dachte ich mir, ui, schön mit Gold, und dann gucke ich doch auf. Nein, scheiß Firma. Weil im Moment habe ich ein TR 360 und finde ich jetzt persönlich nicht schön, also sitzt sich scheiße, sehr bequem ist die auch nicht, total hart. Hast du die Back-Force-Stühle gesehen? Wahrscheinlich. Ich habe da so viele Stühle gesehen. Dann bin ich auch auf eine Firma gestoßen, Game Changer, glaube ich, hießen die. Und habe ich aber auch ganz schnell wieder geschlossen, denn war mir den doch wieder ein bisschen zu teuer. Ich habe erst überlegt gehabt, kaufe ich mir jetzt was für meinen PC neu oder kaufe ich mir lieber was Vernünftiges zum Sitzen? Dann dachte ich mir, was Vernünftiges zum Sitzen bräuchte ich eigentlich eher, damit ich mal vernünftig hier sitze und vernünftig spielen kann. Ja, okay, die haben ihre Preise angehoben, hat sich erledigt. Ja, das ist bei vielen Sachen ist mir das aufgefallen. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt die Webcam C920, ist das, glaube ich? Ja, C920. Ich habe die damals gekauft gehabt für 55 Euro, 56 Euro in dem Dreh. Also nicht mehr als 60 Euro. Und die kostet jetzt über 120 Euro. Weil das ist eine Weil da kommt ja wieder diese Nachfrage. Umso höher die Nachfrage ist, umso höher steigen ja dann die Preise auch. Warum sollten sie die Preise so niedrig lassen, wenn sie auch mehr nehmen können dann plötzlich? Ja, die haben echt Lack gesoffen, also. Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Also ich selbst finde es schon unverschämt, ganz ehrlich. Also ganz früher, wo die mal rauskamen, kamen die, glaube ich, 85 Euro oder sowas. Dann hatte ich ein Angebot, da waren es 56 Euro waren das gewesen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so in dem Dreh. Oh, ich sollte... Nein. Okay. LKW müde, LKW schlaf. Hab da ein bisschen vergessen zu bremsen. Du musst gegenlenken beim Kippen. Ja, wo so, da war nichts mehr mit gegenlenken. Jetzt sind wir in der Werkstatt. Jetzt können wir nach der Kabine. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. So, dann gucken wir mal. Wo wir schon hier sind. Da, gucke. Hi, Ruth. Schon die Uhr.
Das wäre die kleine. Aber nicht kaufen jetzt hier. Möchtest du die anderen rückgängig machen? Du hast einige Teile zum Kauf. Also möchtest du alle neuen Änderungen rückgängig machen? Ja, will ich. So. Meine Fahrer nehmen auch Einnahmen, das ist wunderbar. Konnte keinen Auftrag finden und musste ohne Lieferung zurückkehren. Die Kosten für Granaten betragen. Naja, alles gut. Wie viele Mitarbeiter hast du? Ich glaube 7. Warum die jetzt aber alle gerade so wenig Einnahmen haben, weiß ich gar nicht. Oh. William H. ist im Level aufgestiegen. Die haben jetzt alle Einkommen. Ich mag Geld, das dauert so lange, bis die mal aufsteigen. Ja, Multi. Im Multiplayer besonders. Aber ich sehe es jetzt als ja, jetzt nicht so unbedingt wichtig. Ich hab die eigentlich nur drin, so aus Schatzverband. Bisschen mal zurücklehnen und entspannen, in Ruhe fahren. So soll es nämlich sein. Ne? So. Am besten noch Beine hochlehnen. Könnte ich. Könnte ich sogar machen. Aber dann laufe ich, das muss mich auch noch geändert werden. Ja, ich habe, also davor, also hinter meinen Monitoren, habe ich meine Softbox zu stehen und die Softbox steht gerade da drauf, wo ich normalerweise meine Füße mal drauf mache. So ein kleiner Beistelltisch eigentlich von Ikea, den für 5,99. Da mache ich sonst immer meine Beine drauf, wenn ich im Off-Stream bin. Und dann chill ich hier so an meinem PC. Das war ein Pfeiler, den ich umgenietet habe. Wobei in letzter Zeit hatte ich eigentlich den nicht auf dem Tisch zu haben. Stand zu haben. Das ist in Deutsch mal wieder. Weil wir den Tisch brauchten für den Weihnachtsbaum. Da stand dann eine Zeit lang jetzt der Weihnachtsbaum. Der jetzt auch am Samstag bei uns sogar abgeholt wird. Abgebaut, Baum steht sogar noch auf dem Balkon. Freitagabend bringe ich ihn runter. Genau. Der zu 70% aus Pappe steht, genau. Aber ich muss sagen, dafür, dass viele Sachen aus Ikea viel aus Pappe bestehen, haben die die ganz schön robust, also man kann da echt nicht meckern teilweise. Mein Schreibtisch ist auch so richtig kacke. Ja. Also mein Schreibtisch, der ist selber zusammengebaut. Der besteht tatsächlich aus einer Küchenarbeitsplatte, zwei Bretter. Dann habe ich mir hier so einen kleinen Aktenschrank selber gebaut, wo unten jetzt die Akten sind. Also die wichtigsten Papiere, die man dann halt so im Haushalt hat. Und da oben drauf steht halt mein PC drauf.
Dann habe ich 4 Monitore, die man nicht sieht. Aber die nächste Wohnung, die wir mal beziehen sollten, wird... Ich habe keinen Raum für mich jetzt. Ich sitze eigentlich letztendlich direkt im Wohnzimmer. Beziehungsweise eher Flur. Flur zum Wohnzimmer. Nächste Wohnung soll es wirklich so sein, dass ich dann direkt ein Gamingzimmer für mich habe, wo ich mich komplett zurückziehen kann und meine Ruhe habe von allem. Nackt und ich habe den Riss drin, nur weil ich öfter mal... Was? Das so geragget bin? Gingerannt. Meinst du? Also selbst einen richtigen Schreibtisch, das werde ich mir nie kaufen, beziehungsweise... Raget? Was soll denn das für ein Wort sein? Gut Deutsch aufgekloppt habe. So. Weil er denn sauer war. Oh, ja, das kenne ich. Also mit dem Raufhauen, dass mir was kaputt gegangen ist, ist mir noch nie passiert. Also mir sind schon Sachen kaputt gegangen, aber nicht durch irgendwie raufkloppen. Kevin komplett geflohen? Oder hat der einfach ausgemacht? Hat der mir geschrieben? Der hat mir sogar geschrieben. Kevin hat mir geschrieben. So, jetzt besser? Oh. Oh. Oh, oh. Oh, Mann, ey. Ja, es liegt an meinem Kabel. Ich habe das Gefühl, es liegt an meinem Kabel. Ich muss unbedingt mir ein neues Kabel kaufen. Beziehungsweise bestellen. Kann ja nicht mal so einkaufen gehen. Oder das... Jetzt weiß ich zumindest, was ich brauche. Ja, sonst bin ich immer in meinen Musikladen gegangen, wenn ich was Bestimmtes brauchte. Aber hat ja alles zu. Ist ja nicht systemrelevant. Wobei mich diese neuen Bestimmungen total... Das Einzige, was ich machen kann, ich kann es online bestellen und kann es mir dann abholen. Aber dann kann ich mir den Scheiß auch wieder nach Hause schicken lassen. Kommt es auch gleich hinaus. Ob ich jetzt Fahrgeld bezahle, um da hinzukommen? Oder ob ich die Versandkosten bezahle und es kommt zu mir? Beziehungsweise, ich glaube, nicht mal Versandkosten.
Ach ja. Aber verstehen tut man mich trotzdem ganz gut, oder? Also, das Mikrofon ganz schön weit weg ist eigentlich. Wunderbar. Streamt eigentlich Milchi noch ETS oder? Jetzt bei Ihnen ja schon lange nicht mehr gucken. Tatsächlich. Müsste mich eigentlich mal schämen dafür. Da kommt jetzt wieder eine ganze Truppe mir entgegen. Die ganzen Tschechen. Es wird Zeit, dass ich mal auch mal wieder auf die Straße komme. Ne? Mal wieder so einen richtigen Bock zu fahren. Oh. Da habe ich nicht gebremst. Warum wollte er mich eigentlich rechts schicken und dann war gar keinen Sinn. So. So, jetzt bleiben wir aber stehen. Nö. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich hatte ihn sogar schon als Dreiachser gehabt, oder? Weiß jetzt gar nicht. Bei Dreiachser ist immer so im Multiplayer immer so das Problem, manchmal bei gewissen Aufträgen, da funktioniert das gar nicht so richtig. Ist mir jetzt mal so aufgefallen. War das noch mit meinem anderen LKW aus meinem anderen Spielstand? Ich weiß es gar nicht. Weil da habe ich auf alle Fälle in Dreiachse. Ja, man ist teilweise dann gar nicht unter die Trailer gekommen mit einem Dreiachse. Ich glaube, das war sogar noch mit den Actros, den ich hatte. Beziehungsweise, den ich im Singleplayer habe. Wo ich am Anfang Multiplayer mitgespielt hatte. War ich ja dann umgeswitcht auf Singleplayer dann. Und da gab es immer irgendwie Probleme. Ja, keine Ahnung, das war halt so. War aber nur Multiplayer, ist mir das aufgefallen. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Es war auch nicht immer. Da schießt du da, kommst nicht runter, musst mit voller Karacho. Damit der sich leicht anhebt, damit du leicht runterkommst. Vielleicht war das auch nur ein Bug. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr wollt, dass ich daraus einen Dreiachser mache, dann mache ich das. Das ist gar kein Problem. Weil Geld habe ich ja. Ich bin ja nicht am Hungersnot. Nee, Mann, ich kann kein Deutsch mehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Dreiachse mit mittlerer Liftachse. Kann ich machen.
Machen wir gleich, wenn ich meinen Auftrag hier zu Ende habe. Ist ja gleich erledigt. Welche Motor hast du drin? Upp. Einen starken. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Hier mit 730 PS. Ich glaube, der ist noch gar nicht frei. Habe ich den schon drin? Gucken wir gleich mal. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf. Warte, steht nicht dran. V8 Motor. Oh. Oh, noch 30 Kilometer, rund 30 Kilometer. In 2 Minuten. Sowas müsste in der Realität auch gehen. 30 Kilometer innerhalb von 2 Minuten. Ist wäre so optimal, ne? Ich fahre bestimmt schon wieder auf irgendeine außerhalb Baustelle. Sehr viel Verlust, ey. 2.500 Euro Verlust. Nur weil sich der LKW mal schlafen legen wollte. Ist schon lange nicht mehr passiert, fällt mir gerade ein. Ich wusste, ich bin schon wieder irgendwo hinten am Arsch der Welt, wo nichts ist. Wirklich nichts ist. Ah. Der Funke ist ja auch an. Nächste Einfahrt. Mal gucken, ob wir den rangieren müssen oder ob wir den einfach nur hinstellen können. Ob wir einfach nur hinstellen. Ah, das war klar. Ja, nee, ist klar, in der letzten Ecke, Alter, das ist doch zum Kotzen hier schon wieder. Nee, ich muss so lang. So. Mahlzeit, mein guter Ratte. Grüße dich, Mahlzeit. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Du fleißiger Gucker, sag ich jetzt mal. Ah, komm ich rum, ja. Alles super und selbst. Ja, bei mir auch.
Bei mir ist auch alles wunderbar. So, bin ja jetzt hier gerade irgendwie einparken. Nehme ich mal wieder dumm an. Ich hasse lenkbare Hinterachsen. Ich mag die überhaupt nicht. Schade. Ich dachte es recht aus. Bin gleich wieder da, Teewasser kochen. Alles klar, jojo. Also ich bin ja noch ein Weilchen da. Hast die Zeit. Kannst mir einen Tee mitbringen. Na, das wird nichts. Ja. Jetzt. Was ist denn gerade für ein Knall? Gute Arbeit. 2.500 Euro Verlust. Na egal. Passiert, ist halt so. Muss ich mit leben. So, wo wäre denn eigentlich die nächste Werkstatt? Wäre sie denn? Oh, da ist er wieder. Schön. Hast du mir einen Tee mitgebracht? Was gibt's denn überhaupt für einen Tee? Lass dich einfach abschleppen. Ja, kostet ja Geld, das Abschleppen. Egal, ich hab ja Geld. Ich lass mich abschleppen. Na, hast du recht. Ich lass mich einfach abschleppen. Ja. Ich den Chat nicht mehr. Was ist denn jetzt los? So, war das 7? Zack. 1. Ah, gut. Guter Tausender. Kann ich verkraften. So, wir hatten gesagt gehabt, 3 Achser. Hallo? Jetzt. Warum bin ich denn schon wieder... Ich hasse das langsam. Also das ist ja grausam. Also nochmal für dich, Ratte. Falls du es jetzt nicht gehört hast, persischer Granatapfel ist jetzt nicht so meins, aber wenn es dir schmeckt, bitte sehr. Wenn du einen Schwarztee da hast, nehme ich ihn gerne. So, jetzt muss ich... So, das geht jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, wa? Ich werde eine neue Verkleidung machen. So. Dann hier, den hier. Oh, kann man ja auch noch auswählen. Geil. So. Hab ich und Camille. Wunderbar. Ich komme vorbei. Ich mache mich fertig. Bis gleich. Nee, ja. Hm.
Sieht es so klein aus, das sieht scheiße aus, das sieht scheiße aus. Ja. Kannst ja mal gucken, ob du den Motor schon hast. Ja, mache ich gleich. 39, 197. Du kannst noch einen Auspuff ran machen. Ja, mache ich gleich. Vorne noch. Was war das? 39, 100, 97. So, Auspuff. So, hier. Zubehörteil, linker Auspuff, original ist nicht mit Seiten. Möchtest du es entfernen? Nein. Jawolla. Hier noch ein. Also, das war das. Haben wir hier noch was? Ne, haben wir auch schon. Machen wir auch noch einen Auspuff ran, dann haben wir es auf beiden Seiten. Wer macht das? Dann gibt es einen selbstgemachten Eierlikör. Da komm ich ja nie wieder weg. Ah, das sieht besser aus. Nee, machen wir so. Können wir hier hinten auch noch was Vernünftiges machen? Nö, das haben wir schon soweit. Boah, sind die lackiert, Alter. Die hatten wir jetzt. Die machen wir ran. Wow. Was können wir hier noch machen? Da haben wir schon. Haben wir auch schon. Nimm mich schön. So, keine Leuchten. Aber mit Leuchten machst du halt eine Woche Urlaub hier. Internet und alles hier. Reicht eine Gigabit-Leitung? Ja, reicht vollkommen aus. Da muss ich aber alles einpacken. Und ich hoffe, du hast viel, viel Platz, denn ich brauche viel, viel Platz. So. Hier oben können wir da auch noch Licht hinmachen, oder? Ja. Oh, ho, ho, ho. Man sieht, ich habe schon lange nichts mehr dran gemacht. Noch zwei Räume leer und unbenutzt. Okay, das eine wird mein Schlafzimmer, das andere wird mein Arbeitszimmer. So. Eigentlich habe ich fast alles. Oh nee, dann machen wir lieber die, Alter. Alter, das sieht geil aus. Boah, das sieht böse aus. Das sieht richtig böse aus. Wenn du das Scania DLC hättest, könntest du alle Plastikteile zu Lackteile machen. Ja. Aber ich bin jetzt kein Freund unbedingt davon, mir da diese DLCs extra zu kaufen. Da bin ich dann ein bisschen doch zu geizig tatsächlich. Aber es muss ja jeder selber wissen, was er macht. Tatsächlich. So. Aber ich würde sagen, so sieht der Enkel schon mal ganz optisch ganz gut aus, wa? Was sagt ihr?
Und ich finde den okay. Jo. Motor. Ah, Motor, genau, Motor. Da habe ich den 650 PS und hier ist der. Was soll's? Den 730 PS hier. Was haben wir denn hier noch? Aha, aha, aha. Innenausstattung. Mein Schild war in Nähe. Was haben wir denn hier? Innenbeleuchtung? Okay, das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich eine Innenbeleuchtung habe. Okay. Spiegel. Ah, so eine Wimpel mache ich mir jetzt nicht ran. Mag ich nicht. Ich weiß, wenn man gewisse DLCs hat, dann kann man hier auch noch mal ein bisschen was machen. Ambiente Licht ist das. Habe ich aber noch hier angehabt. Ich wusste gar nicht, dass ich das drin habe. Mit welcher Taste kann man die dann anmachen? So. Ich würde sagen, es reicht. Wir bestellen. Zahlen ganze 88.000. Wunderbar. Meins. Geht automatisch an. Ach, geht automatisch an? Okay. Ja, ehrlich gesagt, noch nie aufgefallen. So, jetzt fahren wir mal ein Stückchen. Nicht, dass wir vom Server fliegen hier. Tatsächlich, jetzt sehe ich das. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Das ist ja wirklich so, so mager. Fahren wir dorthin. In die Firma. Hier scheint was Gutes zu geben. Aber bevor wir einen Auftrag machen. So. Oh, Licht. Oh, was? Ich muss das Spiel jetzt eh gleich nochmal neu starten. Bin vom Server geflogen. So sieht das ganze Stück jetzt aus. So, machen wir hier noch so den hier. Warte mal, wir machen mal Fotomodus. Hast du eine Taste für Liftachse belegt? Müsste ich gleich mal machen. Beziehungsweise ich guck gleich mal. So. Ein bisschen rumspielen hier. So. 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 Schärfe. So, Sichtfeld. Ah, die Position ist schon ganz geil. Boom. So, dann gucken wir mal wegen Tastenbelegung. Muss den Server eh gleich neu starten. Können wir uns jetzt hier mal Tasten und Knöpfe. So. Liftachse. Steuerung. Laufmodus. Andere. Linken, inneren.
LKW-Einstellungen. Ach hier, nee, auf Fliegerachse hier. Ach ja, LKW-Achse. Auf U ist das. Auf U. Ah. Ah, der dreht sich erst ein und dann geht er hoch, weil. Ah, okay. Gut. Denn, ich muss jetzt mal eben nochmal das Spiel nochmal neu starten. Dass man immer so schnell vom Spiel, Server fliegt. Aber hey. Ich, mir fällt gerade ein, ich habe schon lange keine Instagram-Story mehr, also gemacht gehabt. Muss ich mal wieder machen. Jetzt startet nicht, oder was ist hier los? Ich habe genauso schwarzes Bild wie auch. Was ist denn jetzt hier los? Na. Ich weiß gar nicht, ist mein Instagram-Profiler-Profil überhaupt unten verlinkt? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr aber gerne mal vorbeischauen. Umso mehr, umso besser, denn vielleicht kann man ein paar mehr Insta-Dinger machen. Bilder oder sonst was. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Was ist denn jetzt hier los? Das Lustige ist, OBS zeigt mir an, dass ich gar nicht online bin. Aber er, beziehungsweise er zeigt mir an, ich bin nicht online, aber doch online. Was ist denn jetzt hier los? Bin im Log. Alles klar, Jumpy, mach das. Warum? Jetzt habe ich die Faxen-Dicke hier. Warum? Was ist hier los? Das Spiel startet nicht. Ich habe genauso ein schwarzes Bild wie ihr auch. Und ich bekomme kein Bild. Und ich komme auch nicht dran. Ich kriege das nicht geschlossen. Nicht mal mit Tastenmanager. Bekommen das nicht geschlossen. Was ist da los? Ein bisschen merkwürdig, ne? Das hier. Normalerweise, wenn ich das beende, müsste das auch nicht beenden. Nicht wirklich.
Hallo. Ich bekomme es nicht geschlossen, Leute. Ich komme an nichts mehr ran, Leute. Was ist hier los? Was ist hier los? Nehmen wir euch mal rüber in die Talkrunde mit. Ich komme nicht mal an meinen Taskmanager ran. Ich habe meine Maus nicht mehr. Was ist hier los? Wir haben es gleich. Also, ich versuche es gerade hier irgendwie hinzubekommen, aber irgendwie bockt er hier gerade rum. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, nein. Er reagiert überhaupt nicht mehr. Weiß nicht, was los ist. Ich komme nicht mehr ran. Ich bekomme keine Maus mehr. Ich bekomme gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss mal meinen Rechner mal komplett auf Reset drücken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich denke mal so, in 2, 3 Minuten bin ich wieder da. Also, bis gleich.